selige Piergiorgio Frassati war ein unheimlich heiterer und kräftiger Typ. Er wurde halt nur 24 Jahre alt und er war ein ganz kumpelhafter Typ, hatte sehr viele Freunde. Es wird immer davon berichtet, dass er in jeder Situation fröhlich und heiter war. Also ich stelle mir so jemanden vor, den jeder als Freund haben will. Jemand sehr sympathischen, der über alle Sachen lachen kann, der auch dabei ist, wenn es einem nicht so gut ist. Gleichzeitig auch jemand sehr Kräftiges. Er ist ja fürs Bergsteigen bekannt und hat auch sehr viel anderen Sport gemacht. Es hat ganz weite Radtouren gemacht, hat alle möglichen Sportarten gemacht. Und für ihn war der Sport eine Bezwingung seines Körpers und eine Stärkung des Willens. Der hat auch ganz viele Leute immer geführt durch die Berge. Das heißt, er war ein kräftiger junger Mann mit heiterem Blick, der sein Studium gemacht hat, aber immer halt den die Freude ausgezeichnet hat. Der selige Piergiorgio wurde im Jahr 1901 in Turin geboren und er war das Kind von einer sehr reichen Familie. Der Vater Alfredo Frassati, der hatte die Zeitung La Stampa gegründet und war auch in der italienischen Politik sehr aktiv, wurde Senator, war auch Botschafter in Berlin. Seine Mutter war Künstlerin und der selige Piergiorgio hatte eine Schwester und sie hatten ein sehr intensives Familienleben. Er wurde religiös erzogen, es gab die täglichen Gebete in der Familie, es gab die Schriftlesungen in der Familie, also es gab die festen Punkte des kirchlichen Lebens in der Familie. Vor allem durch seine Großmutter hatte schon eine große Liebe zu Gott als kleines Kind entwickelt. Aber erst als er so 14, 15 Jahre alt war, konnte man das konkret sehen. Dadurch, dass er in der Schule täglich kommuniziert hat, dass er um die Erlaubnis dafür gefragt hat. Er war sich halt sehr bewusst, wie wichtig das für ihn ist, diese Nähe zum Herrn zu haben. Und deswegen hat er um die Erlaubnis gefragt. Was natürlich auch damit eingeht, dass er sehr regelmäßig beichten musste und auch wollte. Der Piergiorgio wusste, dass er immer eine reine Seele haben wollte. Er hat auch immer vor den Bergtouren gesagt, so jetzt sollen nur die Leute mitkommen, die ein reines Herz haben, weil man weiß ja nie, ob man zurückkommt. Und das ist was sehr Schönes. So dieses Bewusstsein, in jedem Moment versuche ich, mein Herz reinzuhalten und das Gute zu tun. In der Heiligen Schrift steht, selig ist, wer ein reines Herz hat, denn er wird Gott schauen. Und das ist so das Programm jedes Christen und auch das Programm von Piergiorgio, in eine Haltung zu kommen, wo man die Welt liebt, weil sie ist, weil sie existiert und nicht, weil man irgendetwas besitzen will. Papst Johannes Paul II. Hat ihn den Mann der 8 Seligpreisungen genannt, weil das so sein Lebensprogramm war. Für den seligen Piergiorgio waren die Seligpreisungen ganz wichtig. Also es ist selig die Barmherzigen oder diese ganzen Ansprüche, hat er versucht ganz konkret in die Tat zu setzen. Und das ist ja nicht etwas, wo man es vor allem darum geht, moralisch Stärke zu beweisen, sondern auch die Armut des Herzens und das Geöffnetsein für andere und die Barmherzigkeit den anderen gegenüber. Und das hat er alles sehr tief verinnerlicht. Und er ist ja kein Heiliger, der besonders groß den Glauben verkündet hat, sondern jemand, der wirklich konkret Liebe für die anderen gelebt hat. Das ist ja etwas, was in den Seligpreisungen ausgesprochen wird. Schon von Kindheit an hatte der selige Piergiorgio eine große Liebe zu den Armen. Er hatte das sehr von seinem Vater übernommen, der sich auch um sie gekümmert hat. Nicht so besonders stark wie er nachher, aber auch so, dass er sehen konnte, wie wichtig das ist. Als er älter wurde, hat er dann angefangen, regelmäßig Leute in den armen Vierteln zu besuchen. Es gab ja damals die Vinzenz-Konferenzen in Turin. Die Vinzenz-Konferenzen wurden gegründet im Geist des heiligen Vinzenz von Paul. Das sind Studentenbewegungen, die sich vereinen, um Leute in Not zu besuchen und ihnen zu helfen. Und dadurch, dass er sie kennengelernt hat, hat er viel öfter die Möglichkeit, in die armen Viertel Turin zu kommen. Manchmal allein, manchmal mit anderen. Und es war ihm eine große Leidenschaft. Und es ist bekannt, dass er an viele Orte hingegangen ist, wo andere sich geschämt hätten oder Ekel gehabt hätten. Und das machte ihm alles nichts.
Der Selige ist ganz früh gestorben, nämlich im Alter von 24 Jahren. Und es kam für alle sehr überraschend. Also die Vermutung liegt nahe, dass er die Kinderlähmung, an der er gestorben ist, dass sie sich zugezogen hat, als er einen Arm in Turin besucht hat. Diese Krankheit nun mal sehr leicht übertragbar ist und vor allem bei ärmeren Leuten zu finden. Und daraufhin hat er diese Krankheit versteckt. Also er wollte sie weder ernst nehmen, noch wollte er es seiner Familie sagen, weil gleichzeitig seine Großmutter im Sterben lag und er nicht Aufmerksamkeit für sich wollte, während halt alle Aufmerksamkeit seiner Großmutter galt. Und als seine Großmutter gestorben war, war er schon so krank und auch gelähmt, dass er nicht zu ihrer Beerdigung gehen konnte und im Bett lag und diese Krankheit nicht mehr zu verstecken war. Und daraufhin hat man ihn ganz intensiv um ihn gekümmert, hat aus Paris ein Extraserum anfliegen lassen. Aber es war schon zu spät, sodass er noch 3 Tage hatte, um sich auf den Tod vorzubereiten. Noch seine ganze Familie um ihn versammelt war. Es ist ganz schön, dass das Letzte, was er aufgeschrieben hat, so ein kleines Kärtchen, wo er schreibt, dass ein Medikament an einen Arm der Stadt verschickt werden soll, was er schon gekauft hatte, aber wo er noch nicht dazu kam, das zu machen. Und er hat bis zuletzt daran gedacht, dass das auf jeden Fall noch getan werden muss in seinem Leben. Und es ist sehr schön, weil es so die Haltung generell gezeigt hat, aus der er gelebt hat, aber auch im Moment seiner eigenen Armut. Die Beerdigung vom seligen Pier Giorgio Frassati war sehr beeindruckend. Die wurde von der Familie organisiert, auf dem Friedhof in Turin. Und auf einmal kamen ganz viele Leute dahin. Und niemand wusste, wo die ganzen Leute herkamen. Das waren viele der Armen der Stadt, die ihn mal gesehen hatten, wo er mal zu Besuch war. Und selbst seine besten Freunde hatten nicht gedacht, dass er so viele Leute kannte in Turin. Das heißt, es sind sehr viele Leute zu seiner Beerdigung gekommen. Und direkt darauf dachte man schon, dass es jemand ist, um den man bei Fürbitte bei Gott anruft und nicht jemand, wo man bei Gott bittet, dass er quasi noch zum letzten Abschluss geläutert wird. Gereinigt, um im Himmel zu sein, sondern alle dachten sofort, dass es jemand, der jetzt wirklich bei Gott angekommen ist. Als er gestorben war, wurden ganz schnell Biografien von ihm geschrieben. Es gibt sehr viele Leute, die dadurch christlich geworden sind oder zumindest ein Zeugnis gegeben haben davon, dass sie das Buch gelesen haben, dass es sie sehr beeindruckt hat. Und einfach seine demütige Art und dieses konkrete Zeichen davon, dass christliches Leben möglich ist und schön ist und freudvoll ist, das, denke ich, spricht jeden an. Das erste Mal, dass ich vom seligen Pier Giorgio Frassati gehört habe, war durch einen Freund von mir, der sprach darüber, über dieses einfache Leben, über diese Aufmerksamkeit einem gegenüber, über einfach, wie er gelebt hatte. Und er war sehr beeindruckend und seit das ein guter Schulfreund von mir ist, dachte ich, diesen Heiligen muss ich unbedingt kennenlernen. Und ich war auch auf der Suche, was kann ich nach meinem Abitur machen. Ich wusste nicht, was ich studieren soll, ich wusste nicht, wo ich jetzt genau hin sollte. Und ich suchte nach einer starken Erfahrung, um Gott zu suchen, um meinen Glauben und mein Leben besser kennenzulernen. Im Dezember 2012 kam ich das erste Mal ins Haus von Offenes Herz hier in Berlin und wurde sehr, sehr freundlich empfangen und habe die Gemeinschaft kennengelernt. Ich habe von Anfang gemerkt, dass es dass die Luft schon vom Glauben durchsetzt ist, dass es alles sehr in eine sehr liebevolle Atmosphäre ist, dass es quasi ganz normal ist, irgendwie unter den Ärmsten zu sein und ihnen zuzuhören, ihnen Freude zu schenken, dass es nicht mehr etwas ist, wo man sich zu anstrengt und dass gleichzeitig auch so eine intensive innere Gottessuche bei allen stattfand. Und beide Punkte haben mich sehr angesprochen. Diese Gemeinschaft hat 3 fundamentale Säulen. Das ist zunächst ein intensives Leben des Gebetes, also dass es tägliche Anbetung gibt, also Sein vor dem eucharistischen Herrn, tägliche heilige Messe, der Rosenkranz wird gebetet, das Stundengebet wird gebetet. Niemand fragt auch jetzt um deine Zeit und in Ewigkeit. Amen.
dazu wird an jedem kirchlichen Ort in Gemeinschaft gelebt. Das Herausragende in dieser Gemeinschaft ist das Charisma der Kompassion, dass sie versucht, bei den Ärmsten zu sein und ihnen Trost zu schenken und alle Leid mit auf sich zu nehmen und das mitzuleiden und das ins Gebet zu tragen. Kurze Zeit später habe ich mich dann entschieden, mit offenes Herz ins Ausland zu gehen. Ich war ein Jahr in Peru, habe in Peru unheimlich viele Menschen kennengelernt und alle Phasen des Lebens mit ihnen mitgemacht. Aber auch viele Leute, die sehr, sehr einsam waren, Kinder, die um die sichere Eltern nicht gekümmert haben. Und ich wurde ihnen Freund und Bruder, größerer Bruder bei manchen der Kinder. Und es war für mich eine Erfahrung, die gezeigt hatte, so etwas ist wichtig, dass es Leute gibt, die da sind und das Leiden von den Menschen aufnehmen, es vor Gott bringen, es wie verwandeln können, es trösten können. Das Leben aus dem Glauben ist konkret möglich. Die Erfahrung der Nähe Gottes sind konkret möglich. Es ist auch für andere Menschen da. Es ist nichts, was irgendwie so ein individualistisches Heiligsein Geplänkel ist. Sondern ich habe wirklich erlebt, wie bei manchen Personen durch uns Gott sie geführt hat. Die Gemeinschaft mit anderen Christen erinnert mich auch immer daran, was ich eigentlich für mein Leben mir vorgenommen habe zu leben. Also was ich als richtig erkannt habe, wohin ich mich ausrichten will, das sehe ich erst immer wieder in den Gesichtern der anderen, die mit mir streiten, die die gleichen Kämpfe durchmachen, die gleichen Leiden, die halt die gleichen Sachen leben, und in ihren Augen kann ich noch wieder sehen, wofür ich mich eigentlich in meinem Leben entschieden habe. Ich denke stets immer wieder darüber nach, wie ich als Student ein ganz konkretes christliches Leben führen kann. Und da ist mir der selige Pier Giorgio Frassati vor allem ein großes Vorbild. Also wenn ich denke, wie will ich meine Zeit als Student leben, dann schaue ich mir das an und sage, ah ja, ich will auch Armen dienen und mache das in kleinerer Weise. Und ich will auch dieses regelmäßig tägliche Gebet haben, was ja diesen Charakter so formt und was die Nähe zu Gott bietet. Und er ist einfach so ein starkes Beispiel in allen diesen Punkten. Auch in der heutigen Welt fragt sich jeder Mensch ja, was soll ich mit meinem Leben anfangen? Wo soll es hingehen? Was ist das Ziel? Wie kann ich alles gestalten? Und der selige Pier Giorgio Frassati gibt ein Beispiel dafür, wie man ein Leben in Fülle leben kann. Wie man ein Leben voller Freude leben kann und auch ganz viele schöne Sachen erleben kann. Und das spricht für sich, denke ich.